David sagt in dem Psalm, die Größe Gottes ist unerforschlich. Psalm 145. Und tatsächlich ist das doch so. Es gibt Wesensmerkmale Gottes, über die können wir kaum sprechen. Also wenn du abends in den Sternenhimmel schaust und die Milchstraße siehst und du siehst die unendlichen Sterne, dann können wir das nicht begreifen, dass Gott das durch den Schöpfungsmittler, dem Herrn Jesus, erschaffen hat aus dem Nichts, durch sein gesprochenes Wort. Das ist ein Aspekt der Allmacht und über diese Allmacht, da können wir kaum was sprechen. Wir wissen das, die Kinder wissen das auch, ja, Gott ist allmächtig, aber das entzieht sich völlig unserer Erklärbarkeit. Oder dass Gott jetzt in diesem Moment von 9 Milliarden Menschen alle Gedanken kennt. Dieser kleine Aspekt der Allwissenheit Gottes, auch das entzieht sich völlig unsere Erklärbarkeit. Wir können über manche Wesensmerkmale kaum sprechen, aber über die Liebe Gottes können wir sprechen. Warum? Die Antwort finden wir in Römer 8, Vers 39. Von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Deshalb können wir von der Liebe Gottes sprechen, weil die Liebe Gottes im Herrn Jesus Gestalt angenommen hat, weil sie im Herrn Jesus zu uns gekommen ist, weil sie erschienen ist im Herrn Jesus. Und das wollen wir heute Morgen tun, über die Liebe Gottes sprechen, anhand des bekannten Abschnitts von Römer 8, von Vers 31. Römer 8 ab Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und immer wieder wird gesagt, dieser Abschnitt sei ein Hymnus, also ein Loblied auf Gott. Aber das ist kein Hymnus. Das ist ein Lied, ja. Es ist ein Lied der Gewissheit, ja. Aber es trägt alle Spuren des geistlichen Kampfes und der Anfechtung. Wenn du einen Hymnus lesen willst, dann müssen wir in Römer 11 schauen. Römer 11, ab Vers 33. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben? Und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist ein Hymnus. So klingt es, wenn Gott mit allem ans Ziel gekommen ist. So klingt es, wenn alles gut ist. Das haben wir in Römer 8 nicht. Römer 8, ab Vers 17, das beschreibt die Lebenswirklichkeit der Gläubigen, die jetzt gilt, bis der Herr Jesus kommt. Und diese ist geprägt von Anfechtungen, von Nöten, von Bedrängnis. Und es gibt im Leben der Gläubigen, schau mal in die Kirchengeschichte, da gibt es Nöte und Bedrängnis, da wird es einem schlecht. Und wenn du das ausführlicher sehen willst, dann schau doch in die Psalmen. Die vielen, vielen Klagelieder. Und selbst Psalm 84, wo es heißt, wir gehen von Kraft zu Kraft,
heißt eigentlich, das Wort Kraft heißt eigentlich auch von Wehrturm zu Wehrturm oder von Armee zu Armee. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du von Kraft zu Kraft gehst oder ob du deine Befestigungsanlagen besichtigst. Die Gläubigen gehen jetzt nicht von Wolke zu Wolke, sondern sind in einen geistlichen Kampf gestellt, in Anfechtung gestellt. Und dieses Lied der Gewissheit, das, was wir heute vor uns haben, gehört mitten hinein in unser Leben. Es gehört mitten hinein in unsere Anfechtung. Und die Gewissheit ist nicht, dass Gott alle Anfechtungen von uns fernhält. Das ist es nicht, würde er nicht tun. Sondern die Gewissheit ist, dass er in der Anfechtung, im geistlichen Kampf für uns ist und seine Liebe sich bewährt. Das ist der Gedanke von diesem Abschnitt. Und die größte Anfechtung hat ja Paulus noch vor sich. Die Frage über Israel. Wenn der Herr Jesus der verheißene Messias ist, wenn er der Sohn Davids ist, warum glaubt dann Israel nicht? Diese Frage ist hier noch nicht gelöst. Und diese Frage war für Paulus kein theoretisches Gedankenspiel, sondern er ging in die Synagogen und hat sich dort hauen und schlagen lassen. Aus dieser Frage resultierten für Paulus Anfechtungen und Kämpfe. Und zu diesem großen Hymnus kann Paulus erst in Römer 11 kommen. Dann ist auch die Israel-Frage gelöst. Dann ist alles gut. Hier noch nicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Paulus beginnt dieses Lied mit dieser triumphalen rhetorischen Frage. Was sollen wir nun hierzu sagen? Zu was? Hierzu bezieht sich auf im Prinzip auf alle Kapitel davor. Dort hat Paulus das Heil Gottes entfaltet, insbesondere die Gerechtigkeit Gottes. Und dort lesen wir, wie Gott das Problem der Sünde für uns löst, das Problem des Todes für uns löst, das Problem des Fluches des Gesetzes für uns löst. Was sollen wir hierzu sagen? Was sollen wir hierzu sagen, Vers 11, dass er uns, Vers 30, dass er uns zuvor bestimmt hat, dass er uns berufen hat, dass er uns gerechtfertigt hat und verherrlicht hat? Was sollen wir hierzu sagen? Wenn dieser Gott für uns ist, für dich ist, dann hat nichts, was gegen uns ist. Bestandskraft kann nicht bestehen. Und es ist ein gewaltiges gegen uns. Schau mal in die Kirchengeschichte. Damals dieser blutrünstige Nero, der die Christen abgeschlachtet hat. Heute Xi Jinping, Kim Jong-un. Aber nicht nur Menschen, sondern auch Umstände. Mächte und Kräfte sind gegen uns, werden wir später sehen. Aber es hat keine Bestandskraft, weil Gott für uns ist. Es kann nicht bestehen. Was sollen wir nun hierzu sagen? Es gibt im Leben von Gläubigen, kann es Bedrängnis geben, schwere, tiefe, dunkle Stunden geben, dass der Gläubige nicht mehr sieht, klar sieht, ist denn jetzt Gott noch für mich oder nicht? Ein Christ in dieser Löwenarena oder im KZ, ein Christ im Arbeitslager, auf dem Krankenbett, wenn es heißt, ja, schwere OP vor dir, wir wissen nicht, ob sie durchkommen. Siechtum, Totenbett, Sterbebett. Es gibt Momente, da verliert der Gläubige die Sicht. Ist denn Gott wirklich für mich? Kann das wirklich sein? Und wo soll ich denn hinschauen, um zu erkennen, dass Gott für mich ist? Wo kann ich denn jetzt noch sehen, dass Gott für mich ist? In dieser tiefen, schweren Stunde. Und da sagt Paulus, es gibt nur einen Ort. Schau ans Kreuz. Schau ans Kreuz. Dort hat er doch seinen eigenen Sohn nicht verschont. Dieser eigene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, mein geliebter Sohn, sagt er. Der Vater hat den Sohn lieb. Er hat ihn nicht verschont. Verschont heißt, ich bewahre dich vor Schaden. Und das führt uns doch direkt zu Jesaja 53. Hat Gott der Vater den Sohn verschont? Hat er ihn bewahrt vor Schaden? Ich lese Jesaja 53. Vers 6 am Ende. Und der Herr hat ihn treffen lassen unserer aller Ungerechtigkeit. Vers 5. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm.
Und Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Gott, der Vater, hat ihn nicht verschont. Er hat ihn hingegeben. Hingegeben heißt immer geopfert. Der Vater hat den Sohn geopfert. Und Geschwister, Liebe muss sich immer beweisen. Wenn sich Liebe nicht beweist, dann ist es nur heiße Luft, dann ist es nur Blabla. Das ist bei Menschen so. Das ist sogar bei Tieren so. Ja, unser Hund Frieda, der beweist uns ständig, dass er uns liebt. Und das ist auch bei Gott so. Und das ist der Beweis, seine Liebe hat den Sohn hingegeben, geopfert. Es gibt auch den Aspekt, dass der Herr Jesus sich hingegeben hat, dem einzelnen Gläubigen, das ist Galater 2, und den Aspekt, dass er sich der gesamten Gemeinde der Ekklesia hingegeben hat, das ist der Epheserbrief. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont. Er hat das Größte, was er hat, gegeben. Das ist eine unaussprechliche Gabe, das haben wir heute Morgen auch gehört. Das hat er gegeben. Und wenn ich dir meine Kinder anvertraue, ich sag mal, das Höchste, was ich habe, wenn man das überhaupt so sagen darf, wenn ich sie dir anvertraue, dann würde ich dir doch auch meine Wohnung anvertrauen und mein Auto, wahrscheinlich auch, wenn es ein Porsche wäre, und auch meine Kreditkarte, ich würde dir doch alles geben. Weil ich weiß, alles ist gut, du wirst das nur verwenden, um meine Kinder zu versorgen. Er hat das Höchste gegeben, den Herrn Jesus als Opfer. Das ist der Beweis seiner Liebe, diesen Charakter, diesen Aspekt des Beweises seiner Liebe. Das finden wir auch im Römer 5, Vers 8. Und wenn du nicht mehr weißt, wo du hinschauen willst, musst, um zu erkennen, dass Gott für dich ist, wenn du in so einer tiefen Not bist, dann schau ans Kreuz. Das ist der einzige Ort, wo du weißt, Gott ist für mich. Sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Was ist denn das für ein Alles? Ist das ein irdisches Alles? Als ich Schüler war, habe ich diesen Vers benutzt, um mir gute Noten zu erbeten. Ja? Er sagt, Gott, du hast mir deinen Sohn gegeben, da wirst du mir auch eine Note 1 in der Mathematik geben. Ja, tatsächlich, das ist aber kein irdisches Alles. Wir werden doch nachher noch sehen, was Paulus sagt. Er spricht doch von Blöße und Drangsal. Es ist kein irdisches Alles. Wenn du meinst, du hast alles, dann fühl dich gesegnet. Das ist aber hier nicht gemeint. Wir westlichen Christen, wir wollen ja immer gerne alles und am besten sofort. Das ist hier nicht gemeint. Im Grunde genommen sind nicht einmal die geistlichen Segnungen gemeint, die wir ja haben in Epheser 1. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Das ist Tatsache. Und eigentlich ist auch hier nicht gemeint all das, was der Jesus in deinem Leben wirkt. Sondern was hier gemeint ist, ist letzten Endes die ganze Welt, die ganze Schöpfung. Wird er uns geben? Wir lesen das doch in Vers 17. Wenn aber Kinder, so auch Erben Gottes und Miterben Christi. Es ist die Schöpfung, die noch nicht erlöst sind. Wir sind erlöst, die Schöpfung ist noch nicht erlöst. Er bezieht sich auf die Verse davor, in dem Kapitel davor. Das ist das ganze Universum, das wir im Herrn Jesus bekommen als Miterben Christi. Und wir sind heute noch in Situationen, wo wir Unzulänglichkeit empfinden und auch wirklich geistlich Armut empfinden und Blöße empfinden. Aber er wird das wenden und uns im Herrn Jesus alles schenken. Aber noch nicht jetzt. Dieses alles ist in der Zukunft. Und weil Gott ihn am Kreuz gegeben hat, das ist eine Garantie dafür, dass er auch dann in der Zukunft auch alles andere geben wird, das gesamte Universum im Herrn Jesus. Das ist der erste Punkt von 5 Punkten, die du heute mitnehmen darfst. Wir sind hineingestellt in Anfechtungen und Kampf, aber in diesem Kampf ist Gott für dich und seine Liebe bewährt sich und er hat sie bewiesen. Das ist der erste Punkt, den du heute mitnehmen darfst aus der Predigt. Nun, Paulus, was sagt er nun? Wir haben verstanden, Gott ist für uns, aber jetzt bleibt doch eine brisante Frage offen.
Gibt es etwas, eine Macht, eine Kraft, eine Person, irgendetwas, Umstände, die stärker sind als Gott, die stärker sind als seine Liebe, die uns rausreißen können aus seiner Hand? Das ist die brisante Frage, die noch nicht beantwortet ist. Und Paulus führt uns jetzt in ein göttliches Gerichtsszenario. Das ist nichts anderes hier. Jetzt ist plötzlich die Rede von Anklage, von Verurteilung, von Kläger. Das ist nichts anderes als ein göttliches Gerichtsurteil. Und klar, wenn ich im Gericht Gottes nicht bestehe, dann ist doch sowieso alles verloren. Und wir wissen, ein wiedergeborener Christ wird nicht verurteilt für die Sünden. Das Gericht hat der Jesus getragen, aber er wird beurteilt. Die Werke werden beurteilt am Richterstuhl Christi, denn dort wird er offenbar. Und dennoch bleibt die Frage bestehen. Kann jemand hier eine Anklage gegen mich erheben, die Bestandskraft hat, die rechtswirksam wird? Paulus untersucht nun juristische Anfechtungen, die uns vielleicht trennen können von der Liebe Gottes. Er schreibt hier, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Eine Anklage ist eine Schrift, da wird alles reingeschrieben, was du falsch gemacht hast. Alle Vorwürfe werden da gegen dich gerichtet. Und wir wissen vom Teufel, der jetzt schon der Ankläger ist, der Brüder, und der hat einen Fulltime-Job, der macht Tag und Nacht nichts anderes, als uns anzuklagen. Aber was ist denn, wenn der am Richterstuhl erscheint und sagt, dieses Kind Gottes, wie kannst du dieses Kind Gottes ins Vaterhaus lassen? Hier ist die Anklageschrift. Hier. Ich habe es aufgelistet. Es gibt keinen Hinweis darauf, aber wenn wir am Richterstuhl Christi offenbar werden, hat der Teufel noch Zugang zu den himmlischen Örtern? Er wird erst später den Himmel verlassen? Was ist denn nun, wenn er kommt und sagt, dieses Kind Gottes, ich habe hier die Anklage? Und dann sehen wir, was das Wort Gottes sagt. Da bringt er diesen wunderbaren Titel hinein. Gottes Auserwählte. Paulus gibt mal wieder in der Frage die Antwort. Ein Paradoxon gegen Gottes Auserwählte. Da kann doch keine Anklage rechtswirksam werden. Das geht nicht. Ein wiedergeborener Christ ist ein Auserwählter. Und die Auserwählungslehre ist gar nicht so schwer, wenn man nicht mehr draus macht, als das, was in der Bibel steht. Wer hat den Gläubigen auserwählt? Es ist Gott, der Vater, Epheser 1, Vers 4. Ich kann es auch kurz lesen. Sekunde. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Die Auserwählung ist eigentlich schwer. Gott, der Vater, hat den einzelnen Gläubigen auserwählt. Das Volk Israel wurde auserwählt aus vielen Völkern. Der wiedergeborene Christ wurde individuell auserwählt von Menschen. Von wem? Von Gott, dem Vater. Und wann? Vor Grundlegung der Welt, vor Ewigkeit. Und zu was? Zu einer Segensposition in Christus. Die Auserwählung steht nie direkt im Zusammenhang mit der Sündenvergebung, weil dann kommen wir schnell in die doppelte Prädestination hinein und das ist unbiblisch. Gott hat nicht auserwählt für den Himmel und auserwählt für die Hölle, sondern auserwählt für eine Heilsposition, für eine Segensposition in Christus. Punkt. Und das sind wir. Auserwählte Gottes. Da kann keine Anklage rechtswirksam werden. Wenn du auserwählt wurdest vor Grundlegung der Welt, das kann nicht funktionieren. Und dennoch gibt Paulus eine Antwort. Er sagt, Gott ist es, der rechtfertigt. Er schreibt hier nicht, Gott ist es, der dir vergeben hat, sondern der dich rechtfertigt. Rechtfertigung geht viel weiter als Vergebung. Vergebung heißt, Gott entfernt etwas von dir, deine Schuld entfernt er von dir. Er nimmt dir dein von Schuld besudeltes Gewand weg. Das ist Vergebung. Und Rechtfertigung heißt, er gibt dir etwas. Er gibt dir Gerechtigkeit. Er zieht dir ein weißes, reines Gewand an. Und so stehst du vor Gott gerechtfertigt. Das heißt, vollkommen gerecht stehst du vor Gott. Also wenn da der Ankläger kommt und sagt, das und das und das,
kreide ich ihm an, dann stehst du vollkommen gerecht vor Gott. Die Rechtfertigungslehre, die finden wir übrigens auch im Römerbrief. Ich möchte da drei Aspekte nennen. Die Grundlage, dass wir gerecht vor Gott stehen, ist doch nicht, dass wir in uns selbst gerecht sind. Die Grundlage ist, dass wir reingewaschen sind im Blut Christi. Das ist die Grundlage unserer Rechtfertigung. Das ist Römer 5, Vers 9. Wie viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind. Das ist das Mittel der Rechtfertigung. Reingewaschen in seinem Blut. Deshalb stehen wir gerecht vor Gott. Und das Motiv ist Gnade. Gott hätte es nicht tun müssen. 3 Vers 24. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Er hätte es nicht tun müssen. Es ist Gnade. Und Zugang haben wir durch den Glauben. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, und jetzt kommt das Ergebnis, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es gibt keine Anklage, die Rechtsbestand hat. Wir sind auserwählt und wir sind gerecht vor Gott. Jedes wiedergeborene Kind Gottes. Und nun fragt er weiter. Wer ist es, der verdamme? Christus, wer ist es, der verdamme? Verdammen und verurteilen ist ein Synonym, das ist das gleiche Wort. Man könnte auch sagen, wer ist es, der euch verurteilt zur Verdammnis? Das ist jetzt eine Verurteilung, keine Anklage, sondern eine Verurteilung. Also jemand spricht Gericht aus und will es auch vollstrecken. Was ist das, wenn ich am Richterstuhl stehe und sage, ich verurteile dieses Kind Gottes zur ewigen Verdammnis? Was für ein Justizirrtum. Wehe, du hast hier keinen Anwalt, keinen Beistand, der dir zur Seite steht. Die Kinder, die wissen von einer Verurteilung, die drei Freunde von Daniel, die verurteilt wurden zu diesem Feuerofen und vollstreckt wurde. Und dann taucht dieser vierte Mann auf. Da brauchst du einen vierten Mann, da brauchst du einen Beistand. Bei so einem Justizirrtum, wehe, du hast keinen Beistand, einen Anwalt, einen Paraklet, wie es heißt in der Bibel, einen Paraklet. Und nun lese ich, wer ist es, der verdamme? Buddha ist es, der sich für uns verwendet. Steht das bei euch? Ich lese nochmal, wer ist es, der euch verdamme? Konfuzius ist es, der sich für euch verwendet. Geschwister, dafür lieben wir die Bibel. Da kommt immer das Richtige im richtigen Moment. Es kann nur ein Name dastehen, Christus oder Jesus Christus. Da kann kein anderer Name stehen. Er ist es, der sich für uns verwendet. Ich überspringe den Klammersatz. Der sich auch für uns verwendet. Das ist jetzt seine Funktion im Himmel. Das ist das, was der Jesus jetzt tut. Er verwendet sich für uns. Wir haben einen Sachwalt auf der Erde. Das ist der Heilige Geist sogar in uns. Und wir haben einen Sachwalt im Himmel. Das ist der Herr Jesus. Das ist seine Funktion. Er verwendet sich für dich und für mich. Vielleicht noch zwei Aspekte zu diesem Thema verwenden oder dieser Funktion als Sachwalter. Wir haben mehrere Aspekte. Ich möchte mal zwei sehr bekannte nennen. Im 1. Johannesbrief geht es darum, wenn du gesündigt hast, du hast schon gesündigt als wiedergeborener Christ, dann verwendet er sich für dich als Sachwalter bei dem Vater. Das ist 1. Johannes 2, Vers 1. Wenn du gesündigt hast, verwendet er sich für dich als Sachwalt, als Paraklet bei dem Vater. Und in Bezug auf deine Schwachheiten verwendet er sich für dich als Hohepriester bei Gott. Das ist Hebräer Vers 14 und 7, Vers 26. Das sind diese zwei Aspekte. Einmal in Bezug auf deine Sünde und einmal in Bezug auf deine Schwachheiten. Hier haben wir den Aspekt, dass er sich verwendet, wenn wir angeklagt werden. Verwendet er sich für uns. Nun ist die Frage, wenn du einen Anwalt hast, welche Person ist er denn? Ja, gibt es noch den Begriff Hinterwinkeladvokat? Ich weiß nicht, den hört man nicht mehr.
oder Winkeladvokat, Hinterwinkeladvokat, das ist so ein schlechter Anwalt. Da taugt nicht viel, da kann ich nicht richtig vertreten. Und die spannende Frage ist, welche Person ist denn dieser Anwalt? Ist es ein Engel, ein Mensch, ein Prophet oder wer ist das denn? Und da lesen wir hier, Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden. Was ist denn hier auferweckt worden? Was wird denn bestätigt durch seine Auferweckung? Wir lesen in Römer 1, Vers 3 über seinen Sohn. Weil ich in Abvers 4 ist als Sohn Gottes in Kraft dem Geist der Herrlichkeit nach durch Totenauferstehung. Moment, Entschuldigung. Über seinen Sohn, der aus dem Geschlecht Davids gekommen ist, dem Fleisch nach und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft. Dem Geist der Heiligkeit nach durch Totenauferstehung. Durch die Auferweckung des Herrn Jesus ist bestätigt, er ist der Sohn Gottes. Also unser Anwalt ist der Sohn Gottes. Das ist seine Person. Wir haben gesehen seine Funktion, jetzt sehen wir seine Person. Und nun ist noch die spannendere Frage ist, und in welcher Position ist er denn? Welche Kompetenz hat er denn? Welche Macht hat er denn? Ist es ein Quacksalber, der überhaupt keine Kompetenz hat, keine Macht? Und da lesen wir weiter. Der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Das ist seine Position zu Rechten Gottes. Es gibt im gesamten Universum keine höhere Position als zu Rechten Gottes. Das ist die Position, wo es heißt, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Das ist unser Sachwalter, das ist unser Paraklet. Es kann also keine juristische Anfechtung kann Bestandskraft haben gegen uns. Übrigens, das, was Paulus hier schreibt, das prägt er gar nicht selbst, sondern er zitiert Jesaja. Ich möchte mal aus Jesaja 50 lesen. Jesaja 50, Vers 8. Nahe ist der, mich rechtfertigt. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen hintreten. Wer hat eine Rechtssache gegen mich? Er trete her zu mir. Siehe, der Herr wird mir helfen. Daher hat Paulus das. Das hat er gar nicht selbst geprägt. Und das, was für den Gottesknecht gilt, für den Herrn Jesus, das wendet er für uns an, für seine Gemeinde. In Bezug auf juristische Anfechtungen. Also merke dir den zweiten Punkt der Predigt. Es gibt keine juristische Anfechtung, die gegen dich Bestandskraft hat. Die dich trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ich lese weiter. Und die Frage, wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Vers 35. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder. Was listet denn hier Paulus auf? Paulus beschreibt doch hier nicht einen Elite-Soldaten an der Front. Paulus schreibt das auf, was er erlebt hat auf seinen Missionsreisen tagtäglich. Das war seine Lebensrealität. Er nennt hier sieben Anfechtungen gegen die menschliche Trichotomie, wie man so sagt, gegen Geist, Seele und Leib. Also Anfechtungen aus der sichtbaren Welt auf Geist, Seele und Leib, auch stark von Menschen verursacht, Verfolgung. Das ist seine Glaubensrealität. Das war sein tagtäglich, hat er das erlebt. Und nicht nur er, sondern alle anderen Apostel und nicht nur die, sondern auch die Christen jener Zeit und auch alle Christen der Kirchengeschichte. Und dass wir das heute nicht haben, das ist ein großes Vorrecht. Aber wenn wir 80 Jahre zurückblicken, dann kannten das Christen auch. Christen im KZ. Und wenn du das detaillierter sehen willst, dann schau in 2. Korintherbrief. Da siehst du das noch viel ausführlicher und lebensnaher. Das ist das hier nur eine Zusammenfassung. Und über ein Wort bin ich besonders froh, dass das da steht, das ist Angst. Ja, Paulus hatte Angst. Und Johannes bestimmt auch und Petrus auch, die schwebten nicht über den Dingen. Paulus hatte Angst. Vor Menschen, vor Situationen, vor Umstände. Und auch wir haben Angst. Wir haben Angst vor Situationen, vor Menschen, vor Umstände. Und das ist das Los der wiedergeborenen Christen, der Gläubigen.
Und man könnte sagen, ja, Paulus, du übertreibst doch ein bisschen. Nun zitiert Paulus nein, allein. Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Paulus übertreibt nicht. Er zitiert das Alte Testament. Das ist das, was die Gläubigen von jeher erdulden müssen. So behandelt zu werden, als ob du getötet werden solltest. Das muss man sich mal vorstellen. Wie Schlachtschafe, die nur noch eine Bestimmung haben, nämlich geschlachtet zu werden. Das war das, was Paulus erlebt hat auf seinen Missionsreisen. Und jetzt kommt dieses wunderbare Wort, aber. Und dafür lieben wir die Bibel. Gott kommt immer mit dem richtigen Wort an der richtigen Stelle. Aber in diesem allen, in dieser Angst, in diesem Schwert, in dieser Verfolgung, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ihr kennt ja die Schuhmarke Nike oder Nike. Das ist das Wort Sieg. Das ist hier als Sieg, das ist das Grundtextwort Sieg. Und hier steht der Übersieger, der Hypersieger, also hyperventilieren, das ist der Hypersieger. Es geht hier um den vollkommenen Sieg. Das ist kein hauchdünner Sieg oder sowas. Das ist ein vollkommener Sieg. Eine Steigerung, die es eigentlich gar nicht gibt. Es ist mehr als ein Übersieg. Das ist das gleiche Wort wie in der Offenbarung. Das heißt der Überwinder. Vielleicht könnte man auch sagen, ein Übersieger. Und mehr als das. In dieser Angst, in dieser Hungersnot, in diesem Schwert. Mehr als Überwinder. Der Überwinder, jeder wiedergeborene Christ ist Überwinder, das definiert eindeutig der erste Johannesbrief. Lies den ersten Johannesbrief durch, dann wirst du sehen, jeder wiedergeborene Christ ist Überwinder, indem er wiedergeboren ist. Das ist keine moralisch-ethische Anstrengung oder Beharrlichkeit, ja, wie es oft falsch ausgelegt wird, sondern er ist, indem er wiedergeboren ist, Überwinder, ein Übersieger. Das ist, wenn Deutschland gegen Brasilien 7-1 gewinnt, das ist ein Übersieg. Ja, ein schlechtes Beispiel, aber um das mal zu verdeutlichen. Ein totaler Sieg. Nicht in uns, wir können es nicht, aber durch den, der uns geliebt hat. Er kann es. Und hat er aufgehört, uns zu lieben? Nein, er liebt uns bis ans Ende. Also hier müssen wir festhalten, das ist der dritte Punkt. Es gibt keine leibliche Anfechtung aus der sichtbaren Welt in Bezug auf deine Geist, Seele und Leib, die dich trennen kann von der Liebe Gottes, die dich aus der Hand Gottes reißen kann. Es gibt keine. Du bist ein Übersieger in Christus. Und nun fängt Paulus eine letzte große Analyse. Er durchforscht das ganze Universum jetzt. Und holt ganz groß aus. Auch die unsichtbare Welt durchforscht er jetzt. Gibt es noch irgendwas, was mich doch noch trennen kann? Keine juristische Anfechtung, keine leibliche Anfechtung. Aber gibt es noch irgendwas anderes in diesem Universum und auch in der unsichtbaren Welt? Und dann sind wir jetzt bei Vers 38. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das ist eine große Analyse, eine große Erforschung, was Paulus hier macht. Er nennt hier 10 Dinge, teilweise sortiert als Begriffspaare, Gegensätze, Extremer. Und er durchforscht die Lebenszustände, er durchforscht Geistwesen, zeitliche, räumliche Dimensionen und alle Kreaturen. Durchforscht Paulus, um festzustellen, ist dann da noch etwas, eine Kraft, eine Macht, eine Dynamis, die uns aus seiner Hand reißen kann. Es ist auch ein schönes Bild, an der Stelle zu sagen, dass Paulus hier eine Siegessäule baut. Denn die Römer waren ja damals im antiken Rom, da gab es Siegessäulen und Triumphbögen. Und auf den Siegessäulen standen die Namen der besiegten Feinde. Und es gibt heute Völker, von denen wissen wir nur, weil sie auf einer dieser Listen standen. Sonst wüssten wir von denen gar nicht. Und Paulus führt hier die Römer auch an diese Siegessäule heran und sagt, schau dir diese Liste der besiegten Feinde an. Das sind alles Feinde, die keine Zähne mehr haben gegen Christus und seine Auserwählten.
Und er nennt hier Dinge, die Macht haben, in sich Macht haben. Er nennt hier aber auch Dinge, die den Menschen Macht zuschreiben oder auch Dinge, die sich in deinem Leben als mächtig aufspielen können. Wir werden das erzählen. Er nennt zunächst weder Tod noch Leben. Das ist das erste Begriffspaar. Leben hat hier einen feindlichen Klang. Es ist eine Liste der besiegten Feinde. Wir wissen, wir müssen festhalten, alles, was Gott erschaffen hat, ist gut. Es ist ein Geschöpf Gottes, ist gut. Aber hier hat es einen feindlichen Klang. Was meint denn Paulus hier? Er meint das Leben, das er vorhin geschildert hat, unter dem Einfluss der Sünde, dass sich in deinem Leben Sünde noch offenbaren kann. Und auch das kann dich nicht trennen von der Liebe Gottes. Und auch nicht deine Biografie. Jeder von uns hat eine andere Biografie. Es ist auch Leben, auch diese kann dich nicht trennen von der Liebe Gottes. Und auch alles, was aus dieser Welt in unser Leben hineinschwappt, jeden Tag, kann dich nicht trennen. Das ist das, was Paulus meint mit diesem Leben. Wo auch noch Sünde ist, kann dich nicht trennen. Und auch der Tod nicht, das ist der physische Tod. Das ist ein besiegter Feind, kann dich nicht trennen. Weder Engel noch Fürstentümer. Engel ist vielschichtig. Wir haben den Engel des Herrn. Das ist eine Erscheinung Gottes. Das geht keine Nummer kleiner. Und wir haben Engel. Das sind Geschöpfe Gottes, dienstbare Geister. Die sind nicht gegen uns. Und die wollen und können uns nicht trennen. Aber was Paulus hier meint, ist das, was ihm täglich begegnete. In Ephesus, in Philippi. Das ist das, was die Menschen aus den Engeln machen. Ja, ich sag mal den, wie heißt er? Schutzengel von Dobel. Ja? Dass Menschen den Engeln Macht zuschreiben, aber auch das kann dich nicht trennen von der Liebe Gottes. Eine Macht, die sie gar nicht haben, aber die Menschen schreiben ihnen Macht zu, das erleben wir heute tagtäglich. Das, was Paulus hier nennt, ist brandaktuell. Brandaktuell. Hochaktuell. Wir haben heute noch alles. Also auch Engel können dich nicht trennen und auch nicht Fürstentümer. Epheser 6 sagt ganz klar, Fürstentümer spielen auf Dämonen an. Dämonen sind hierarchisch organisiert. Auch Dämonen können uns nicht trennen. Ein wiedergeborener Christ kann auch nicht besessen sein. Und es gibt Christen, die haben in ihrer Familie okkulte Menschen und haben Angst, dass sie deshalb vielleicht das Heil verlieren könnten. Auch das kann dich nicht trennen. Keine dämonische Macht, keine okkulte Macht kann dich trennen. Weder gegenwärtiges noch zukünftiges, man könnte sagen, weder gegenwärtige Mächte noch zukünftige Mächte, das ist hier gemeint. Vergangene werden nicht genannt. Und wir wissen, was es für Mächte gibt bei Corona, was weiß ich alles, auch Regierungen und Krankheiten und auch noch zukünftige Mächte. Es wird einmal der Antichrist kommen, da sind wir aber schon entrückt. Das ist eine zukünftige Macht, die uns nichts mehr angeht, die uns nichts angeht. Aber wir wissen nicht, was für Mächte und Kräfte noch auf uns zukommen. Auch vielleicht von Seiten der Politik und von den Menschen. Auch das kann uns nicht trennen von der Liebe Gottes. Noch Gewalten, das ist Dynamis, also alle Mächte und Kräfte, die wir vielleicht gar nicht kennen. Und auch nicht Höhen und Tiefen. Das sind also räumliche Mächte. Paulus spielt hier eindeutig an das, was wir heute auch kennen. Sonnenwende war doch neulich noch. Das ist das, was Hochkonjunktur hat. Die Menschen verehren Sonnenstände, die Höhe der Sonne, die Tiefe der Sonne. Im Hinduismus beten sie die Sonne an. Und Astrologie, auch all das kann dich nicht trennen von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Noch irgendein anderes Geschöpf. Also, das ist der vierte Punkt. Es gibt keine kosmische Macht aus der sichtbaren oder auch der unsichtbaren Welt, die dich trennen kann von der Liebe Gottes. Auch noch irgendein anderes Geschöpf außer ich selbst. Steht das da? Alles klar, niemand kann dich trennen, außer ich selbst. Ich kann mich trennen. Es gibt Christen, die sagen das, die leiten das daraus ab. Die sagen, ja, das Heil ist verlierbar, weil ich kann mich selbst trennen. Und das ist sprachlich einfach falsch, allein schon sprachlich. Denn es heißt hier, irgendein anderes Geschöpf, hetera, also all die verschiedenartigen Geschöpfe, die es gibt, und das schließt mich ein. Das ist keine Gegenüberstellung zu mir, sondern das schließt mich natürlich ein. Auch ich selbst kann mich nicht trennen. Von der Liebe Gottes. Das ist ganz, ganz wichtig. Alles im Universum ist erschaffen und nichts Erschaffenes
kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus ist, auch nicht du selbst, wenn du wiedergeboren Christ bist. Und das ist der letzte Punkt, die Heilsgewissheit. Woher kommt unsere Heilsgewissheit? Kommt die etwa daher, dass ich sage, ich halte Christus fest? Sie kommt doch nicht aus dem, dass ich Christus festhalte, sondern daraus, dass er mich festhält. Wie absurd wäre es, wenn er mich in der schwersten meiner Stunde verlassen würde. Es wäre doch geradezu absurd. Nein, wir wissen, nicht ich muss Christus festhalten, sondern er hält mich fest. Unser Gebet heißt doch nicht, danke, Herr Jesus, dass ich dich jetzt nicht mehr festhalten muss, dass ich jetzt so stark und tief im Glauben bin, ich brauche dich gar nicht mehr. Sondern unser Gebet heißt auch, danke, Herr Jesus, dass ich weiß, dass du mich festhältst, auch in der schwersten meiner Stunden, in der tiefsten Not. Daraus kommt unsere Heilgewissheit. Das ist das von heute. Ich fasse kurz zusammen. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Keine juristische Anfechtung hat Bestandskraft. Keine leibliche Anfechtung gegen deinen Geist und seine Seele und deinen Leib hat Bestandskraft. Und auch keine, ich nenne es mal, kosmische Anfechtung hat Bestandskraft. Denn Christus ist es, der dich festhält. Und Gott, der dich festhält. Und der dich liebt. In Ewigkeit.